Lutziges, nee, was habe ich jetzt auch noch? Mädels. Mädels, Lutziges, Punkteader, hier ist ja, er. Ja, und danke, danke, danke. Und er hat seine Stars mit dabei, mehr verrate ich nicht. So, jetzt wollten wir endlich mal anfangen mit der Kasperei. Ja. Ja. Ist aber nicht für Kinder. Wurde mir extra gesagt. Ja, ihr dürft zugucken, ja. Kein Problem. Ja. Mach mal da. Ich fahre mit Öffentlichen. Ne? Nee, jetzt kommt hier nicht mehr vorbei. Pass auf, ich gehe in die Garage und hol meinen großen SUV. Was für Ding? Meinen großen Geländewagen. Du hast große Geländewagen in die Garage? Na klar, wenn du bloß so kleines Schwänzel hast, brauchst du wenigstens einen großen Geländewagen. Oh nein. Sag mal, kann ich wahr sein? Da gehe ich eh mal in 3 Jahren an Busch rein und wenn sich an Richtenwolf. Oh, ich werde mich gleich mal ranbüschen. Psst. Psst. Hey. Hey, Wolf. Hallo, Wolf. Wolf! Hab dich gar nicht gehört! Na, sag mal, du hörst wohl ein bisschen spät. Ja, gestern Abend war so nass und kalt, hab ich mir Ohrenentzündung geholt. Uiuiuiui! Das geht nicht, das musst du abklären lassen. Da musst du zum Spezialisten, das ist gefährlich. Das muss behandelt werden, das kann Nachwirkungen haben. Wirklich? Ja. Aber wo muss ich hin? Na, du musst ja zum Urologen. Ne? Aber sonst geht das gut, hä? Naja, bin ich ausgerutscht bei der Jagd, bin voll auf den Hintern gefallen, hab mir den Steiß geprellt. Eieiei, hör auf. Ja, nicht bewegen, das ist gefährlich, da kann sonst was passiert sein. Das musst du erst mal röntgen lassen. Ne? Da musst du zum Spezialisten, das musst du abklären lassen. Ne? Aber zu wem? Na, zum Archäologen. Ne? Und sonst? Sonst geht außer mein Hals. Ich habe mir mein Hals, mein Genick ganz verrenkt. Bei dem blöden Sturz kann ich den Kopf kaum drehen. Halten stille, da kann sonst was passiert sein. Das musst du erst abklären lassen. Ne? Wo muss ich hin? Na, zum Gynäkologen. Ne? Ich glaube, ich bin wieder gesund. Ah, hallo, da seid ihr ja alle. Na, da aber erst. Na ja, freilich, Mensch, wir sind ja hier schließlich eingeladen zum Parkfest. Das soll hier angeblich ein uralter Ort sein. Wirklich und wahrhaftig? Ja. Die haben hier 862 Jahre, seien die alt. 862 Jahre? Wie alle miteinander, wenn man sie addiert? Nee, der Ort ist so alt. Ach, sehr gehaar. Ja, der große Ort, Kittlitz. Mit vielen Ortsteilen. Zum Beispiel Plossne und Löbau. Ach so, ja. Aber Bella, sag mal, du siehst aber gar nicht gut aus heute. Naja, du weißt doch, wie es ist. Wenn ich früh aus dem Bett gekrabbelt komme, da ist mir doch immer so leierig. Ach du grüne Neune. Aber das macht nichts, da hat mir der Dr. Rezi Form 300 verschrieben. Da geht's. Da kann ich wieder aus dem Bett kommen. Da ist alles gut. Na, da ist ja gut. Naja, alles ist ohne gut. Das Zeug hat Nebenwirkungen. Da krieg ich sich einen Ausschlag. Guck mal hier am Bauch. Nee, los auf. Aber dagegen hat mir der Dr. Ultrafit N verschrieben, da geht der Ausschlag weg. Und? Nebenwirkungen? Unangenehm. Durchfall. Ach, du Schande, der flotte Otto. Aber dagegen hat mir der Dr. Sigotherm 90 verschrieben.
Da kannst du wieder normal auf die Toilette, wenn ich da noch vorne bloß ein sickes Herzrasen kriegen würde. Und was hat denn der Doktor gegen den Herzrasen verschrieben? Kenzofarm. Kenzofarm, da geht's Herzen wieder normal, aber Blähung krieg ich da vorne. Nicht sowas, aber. Aber dagegen hat mir der Doktor Fotzofarm verschrieben. Kann ich nur empfehlen, da gehen die Blähungen weg, ich kann die ganze Nacht schlafen. Das ist ja gut. Aber früh ist mir von dem Fotzofarm Futter so leidig. Das macht doch nicht. Dagegen hat der Doktor doch Reziform 300 verschrieben. Genau. Wenn wir unsere Medizin hätten, ich sag's euch, wir wären doch längst unter der Erde. Aber jetzt muss Schluss. Wo willst du denn hier? Ich muss zum Doktor, der muss mir was verschreiben. Was denn, wo ging denn? Weil mir Eko so schlecht ist. Ich weiß gar nicht, wo vorne. Horst, komm mal ran hier. Was ist denn nur schon wieder los? Horst, ich hätte fast einen Abgang gemacht. Wo denn? Bist du auf den Äpfelbaum gestiegen? Nee, ich war auf der Toilette. Und? Du machst einen Abgang? Naja, ich hab dir doch schon 100-mal gesagt, du sollst endlich mal unsere Klobrille reparieren. Die ist total logisch. Ich hätte fast einen Abgang gemacht. Naja, du weißt das einmal. Wann wird denn das endlich mal? Seit wie oft predige ich schon, dass ich fast vom Klo falle und das Ding ist locker, man kann sich ohne Finger einklemmen. Das ist aber Gottes Recht. Guck mal, wenn er mal, kann ich wahr sein? Wenn ein Mann sollt, er repariert das, dann repariert er das. Da braucht man ihn ja alle 6 Monate dran zu erinnern. Guck mal, wenn er mal, kann ich wahr sein? Horsti? Was denn nur schon wieder? Ich habe einmal eine politische Frage. Eine politische Frage? Du, was soll denn das wieder sein? Was tust denn du vom Islam halten? Wann? Vom Islam. Wer soll denn das sein, der neue Nupper? Ach, Mensch, Horst. Ach hier, der Islam. Itze. Der Islam. Freilich, du, das sind doch die mit ihrer Shakira. Shakira? Und freilich, Shakira, die dicke Schlagersängerin. Wenn die im Fernsehen mit dem Arsch wackelt, da guckt er wie. Nee, du, das hab ich verwechselt. Nicht Shakira doch, ne. Sharia, die Sharia, der Islam. Du kennst mich da aus, da wisst ihr der Bescheid, der Islam. Das seien da die mit ihrer Moschee. Hat er gehört? Ich habe gehört, hier in Kittlitz wollen so eine Moschee bauen. Gleich hinter der Schule. Ja, auf dem Bau da oben. Ja, Moschee, da ist überall die Türme, sind rau, rings, rümme. Das sind die Minarette, da steigt der Muezzin hoch, da ruft er von oben runter hier, 3-mal am Tage, Allah Akbar. Da kommen sie dann alle. Mit ihrem Gebetsteppich und ihrem Koran kommen sie da, no, der Islam, na freilich, habe ich da nichts dagegen. Da hast du nichts dagegen? Nicht, da habe ich nichts dagegen. Da bin ich ganz tolerant, bin ich da. Da hast du nichts dagegen? Nee. Warum denn das? Na, weißt du, das würde der allgemeinen Ästhetik schon mal ganz gut tun, wenn du ein bisschen verschleiert rumhuppen tätst. Ah! Pass mal auf, du, wenn der Taliban klingelt und dich niedermetzeln dort. Oh Gott, ob mich nur der Taliban niedermetzeln dort oder ob du mich unter der Erde bringst, das ist oh egal. Ich lass mich scheiden. Hey, wartet mal. Aber jetzt war der Staun. Passt mal auf. Achtung! 1, 2, 3, tete! Na! Ja? Ein richtiges Smartphone. Ne? Ja, das habe ich von meinem Sohn geerbt.
Da hat sich das neue iPhone von Nokia geleistet. Hat mir sei alles gegangen. Die Bürger, meine Frau, die denkt immer, ich habe mit der modernen Technik überhaupt gar nichts am Hut. Was denkt die? Tja. So ein Quark, ich kenne mich aus, da damit. Ich bin in Wirklichkeit so richtig so kleiner Digital Native. Aha. Ich werde das Ding mal weisen. Da würde ich aber Bauklötzer staunen, du. Bertha, komm mal, ich will dir mal was zeigen. Was wird das wieder sein? Hast du wieder was zum Mucks draus? Ach Quatsch, du komm mal ran hier. Hier, guck mal hier. Ach Gott, der Telefon. Ach, hör auf, du. Der Telefon. Guck mal hier. Ein richtiges Smartphone ist das. Ein richtiges Smartphone? Was kann man denn da machen mit deinem Smartphone? Na, da kann man, was kann man denn da machen? Was warst du denn? Na, anrufen kannst du damit. Anrufen, das kannst du mit meinem Schnurrentelefon von Siemens auch. Da kann man damit fotografieren. Das kann ich mit meiner Praktika lange. Mensch, da kann man Videos kann man damit machen. Und die kann man dann auch gleich ins Internet reinstreamen. Videos? Na, freilich. Richtige Videos? Aber sicher doch. Richtige Filme? Na? Wo es wackelt? Aber klar. Slow Motion, kannst du machen, Zeitlupe, alles. Guck mal, und das bringst du? Aber sicher, ich bin eine von vier gestern. In Farbe dann etwa? Aber klar! Und scharf wie Sau! 4K! Guck doch an! Am Ende und noch mit Ton? Aber Stereo, meine gute Stereo! Hi-Fi teile die! Ach, guck doch! Sag mal! Was denn? Sag mal, Horst, kann man damit auch in Ono machen? Was für Ding? An Ono! Weißt du, wie deine was Ono ist? Freilich, so ein Film von Vögeln, aber... Kommst du denn auf sicken Schweinkram? Das ist heutzutage überhaupt kein Schweinkram mehr. Wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft. Das ist heutzutage was ganz Normales. Ach so? Ja, das habe ich in der Bild der Frau gelesen. Wenn man von sich selber so einen kleinen Ono dreht und sich das hinterher angucken tut, das bringt Schwung ins Eheleben. Ach so? Wollen wir das nicht mal probieren? Was, wie, jetzt gleich? Na, freilich. Oder bringst du es nicht? Was hier mit dem Film machen? Na, von dem anderen wollen wir gar nicht erst reden. Lach doch, werd doch mal so alt wie ich hier. Und um 73, ja. Na, was denn du? Naja, müsst schon nur mal eine Gebrauchsanweisung reingucken, welche Knöpfe ich drehen muss. Na, mach mal. Ich tu derweil den Rast vorbereiten. Früher, als er jung war, da musste ein König Gebrauchsanweisung gucken, welche Knüppel er drehen muss. Ja, geht's gut, hä? Ein Ono drehen. Schwung ins Eheleben. Wo lebt man denn? Was muss ich denn hier drücken? Da kann ich wohl sein, was ist jetzt los? Bertha, bist du nix? Na freilich, ich denk mir, du einen Ono. Ja doch, ein Ono, aber doch kein Horrorfilm. Hätt schon auf meine Mutter gehört und damals den Pischti, Hufnadel, geheiratet. Dankeschön. Danke.